Hello, here is Wrong Group. We are a multinational corporation specializing in the catering and hospitality industry with over 15 years experience. For all your restaurant needs, in our channel, many solutions for you. Follow us now. Dieses Problem. Essensteak. Wenn es ein rohes Ei in der Platte. Nicht verstehen. Die Menschen direkt essen. Netizens? Der Witz. Steak hat sich von einer feinen Speise zu einer besonders häufigen Kategorie entwickelt. Und heutzutage kann man Steak nicht nur in Restaurants bekommen, sondern auch zu Hause, wo wir sehr gutes Steak essen können. Natürlich. Wenn Sie den gleichen Geschmack und die Präsentation von Steak zu Hause essen wollen wie in einem Restaurant, ist eigentlich nicht sehr einfach. Und die Atmosphäre ist nicht die gleiche. Viele Freunde wie Steak zu Hause zu machen. Nicht nur, weil die Portionsgröße ist gut und lecker. Und sie können es nach ihrem Geschmack anpassen. Sondern auch, weil es gesund ist, es selbst zu Hause zu machen. Allerdings gibt es einige Freunde, die immer noch gerne in Restaurants gehen, um Steak zu essen. Nach allem. Essen in Restaurants ist auch sehr starkes Gefühl der Atmosphäre. Mit einem Glas Wein ist ein sehr gutes Gefühl. Natürlich. Steak essen ist nicht so viel wie in der Vergangenheit. Die Steak für chinesische Freunde sind auch mehr und mehr. So gibt es immer mehr Steak-Restaurants in verschiedenen Regionen unseres Landes. Nicht nur einige authentische ausländische Steaks können gegessen werden, sondern auch einige für den Geschmack der chinesischen Freunde. Nicht nur, weil sich die Länder einander annähern, sondern auch, weil die Köche in unserem Land hart arbeiten. Wir alle wissen, dass Stäbchen in westlichen Restaurants nicht verwendet werden. Und das liegt daran, dass ausländische Freunde dort nicht mit Stäbchen vertraut sind. Tatsächlich sind Stäbchen für chinesische Freunde ein sehr gutes Besteck. Aber für ausländische Freunde sind sie immer noch mehr daran gewöhnt, Messer und Gabel zu benutzen. Viele Freunde sollten beim Essen Steak auf oder neben einem rohen Ei. Wenn viele Freunde nicht oft ins Restaurant gehen innen, sollte nicht eine solche Situation zu begegnen. Aber wenn sie Steak sehr lieben, glaube ich, dass rohe Eier sind nicht besonders rostig eine Beilage. Rechts. Es gibt einige Freunde denken, dass rohe Eier sind nur für die Platte. In der Tat. Rohe Eier sind nicht für sie sind nicht zur Präsentation da. Die Rolle von rohen Eiern neben Steak ist auch sehr groß. Nicht nur für die Kombination der Ernährung in der Lage zu machen, was wir essen, mehr ausgewogene Ernährung. Der zweite Punkt ist auch ein Hauch in der Farbe haben. Viele Freunde denken, dass der Verzehr von rohen Eiern beim Essen Steak und die Reihenfolge ist nicht zu viel. So dass, wenn sie essen wollen, wenn sie essen können, aber in der Tat, dieses Omelette ist nicht direkt für uns zu essen. Das rohe Ei, das mit dem Steak geht, ist nicht vollständig gekocht, so dass es manchmal immer noch einen festflüssigen Zustand. Aber natürlich ist es nicht eine Frage der Zeit oder ein Restaurant, die das Ei in diesem Zustand verursacht. In der Tat, diese Paarung ist sehr gut. Viele Freunde sollten gehört haben, dass das rohe Ei tatsächlich einen anderen Geschmack hat, wie dieses Eiweiß in einem trockenen Zustand gebraten, während das obere Eigelb noch flüssig ist. Der Geschmack ist der beste. Und es wird mit Steak noch köstlicher sein, wenn Sie zu Hause ein Steak zubereiten und es auf Fotos besser aussehen lassen möchten. Können Sie auch etwas Gemüse neben dem Steak servieren. Zum Beispiel Tomaten und Blumenkohl. Und dann ein Ei darauf braten. So dass nicht nur die Farbe besser aussieht, sondern es auch sehr hochwertig wirkt, wenn Sie es an Ihre Freunde schicken. If you are interested in our videos, remember to follow us. Wrong Group, more than 4,500 restaurants choice. We will keep surprising you. See you.